Hi ho und herzlich willkommen hier in der Reise ins All, die abgeschlossen ist. Dies ist der letzte Part dieses Let's Plays, des ersten Let's Plays in der Staubstube von Yoraiko. Ich heiße euch nochmals herzlich willkommen. Es ging alles ein bisschen drunter und drüber. Ich hab's im Channel Update gesagt. Es ist alles ein bisschen überstürzt, was ich momentan raushaue, weil es aufs Ende des Jahres zugeht und weiß der Teufel, wann ihr dieses Video hier seht. Ich hoffe noch vor Jahresende, ich hoffe noch vor Weihnachten werde ich es geschafft haben. Denn das Finale, das ich mit Pizzajuice aufgenommen habe, war ja schon länger fertig. Das jetzt ist der letzte Part, in dem wir uns nochmal die Monsterfibel in aller Ausführlichkeit ansehen wollten. Und wir wollten uns nochmal dem einen oder anderen extra widmen. Wir wollten uns nochmal die komplette Staubstube angucken. Ihr hört immer noch die Titelmusik. Na, es ist feierlich, wir haben alles abgeschlossen. Es war das erste Let's Play auf meinem Channel, wenn ich mich recht entsinne, sogar eines der ersten Videos. Ich glaube aber, ich werde gleich zum Abschluss des Abschlusses nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Jetzt ein paar Worte zu mir. Ich habe es auch im Channel-Update schon gesagt. Sehr krank. So, und gerade jetzt, wenn ich dieses Video aufnehme, ist das Channel-Update-Video noch nicht aufgenommen. Puh, bin ich noch ein bisschen angeschlagen, frisch wieder gesundet. Aber ich denke, es wäre der richtige Zeitpunkt, um zumindest das hier mal für mich zum Abschluss zu bringen. Ihr seht es dann ja eh wieder wahrscheinlich in einem Batzen, weil ich das so für euch bereitstelle. Aber ich möchte es gerne hinter mich bringen, na, das klingt so negativ, aber ich hätte das jetzt gerne abgeschlossen. Na, ich freue mich doch schon länger drauf, endlich mal diesen Finalpart zu machen, dann ist die Allreise auch mal tatsächlich beendet. Na, seit einem Jahr oder so rede ich davon, die Allreise zu beenden, jetzt ist es geschehen. So, wir gucken uns als erstes nochmal in der Staubstube um. Ich arbeite jetzt auch, na, habe ich ebenfalls im Channel-Update gesagt, arbeite jetzt mit zwei Bildschirmen das erste Mal bei einem Let's Play. Das heißt, da habe ich meine Aufnahmen. Diesmal kann ich kontrollieren, dass nichts mehr schief geht. Sage ich aber auch am Ende des Videos nochmal was dazu. Ist ja viel passiert in der Allreise im Laufe der Jahre. Ja, ein super dickes, pelziges Kätzchen, das auch garantiert niemanden beißen wird. Direkt neben diesem Dinosaurier, neben der Venusfliege, neben dem Marsauge, also für Biologen ist es hier ein feuchtfröhlicher Albtraum. Diesem Männlein widmen wir uns gleich nochmal. Genau, alle unsere angesammelten Freunde, die Prostituierte, die Haremstänzerin, der Katapultfrosch, die Tagschlange. Wie könnten wir sie vergessen? Da natürlich ein ganz besonderer Gast. Wirkt ein wenig wie intelligente Spaghetti. Wir sind nun eine große, glückliche Familie. Verstehe etwas anderes unter Glück. Ach, gib doch einen Augenblick Ruhe, du Brummbär. Ich finde den Gedanken einfach herzig, jemanden wie Willi zur Familie zählen zu dürfen. Nur die Umstände, unter denen sich das ereignet hatte, gefallen mir ganz und gar nicht. Sklaven. Psa! Genau, der letzte Dialog von der Wolkenstadt mit Willi. So hat er nun auch ein schönes Zuhause in der Staubstube gefunden. Genau. Achtung! Nochmal auf die alten Tage. Der Himmel hat sich ein bisschen verändert, es ist ein bisschen nostalgischer, melancholischer, wir sind ja jetzt am Ende angelangt. Genau, der Tentakler, der große Bürger, ist jetzt auch zu den Guten übergelaufen, schmeißt eine Tanzparty. Alles ist doch eigentlich so, wie es schon immer sein sollte in der Allreise. Friedlich. Hier haben wir noch ein paar schicke Rüstungen. Schiele da nicht so hin, du bist nicht Tintenfisch genug, um dich dort hineinzuzwängen, Schatz. Ich merke gerade, das Mikro ist noch ein bisschen zu hoch. Glänzt aber so schön. Bin ich noch tief genug? Alles klar. Ja, glänzen tut es in der Tat. Da würde ich auch reinschlüpfen, wenn ich ein bisschen schlanker wäre. Ah, noch ein paar hübsche Verzierungen hier. Die kann auch ich tragen. Da oben noch eine außerirdische Lebensform. Wunderbar. Und da unten ignorieren wir mal, wie ein älterer Mann verzweifelt gegen den Ertrinkungstod kämpft. Das ist alles gar nicht unser Problem. Da sind wir fein raus. Wir haben unser Portionchen an Heldenmut schon aufgebracht. Okay. Ich denke, das ist es an feinem Geschmeide. Das ist die Staubstube in ihrer endgültigen Form. Aber wir haben noch ein paar Monster zu besichtigen. Hallo, schönen guten Tag.
Genau, da haben wir uns dieses Stübchen hier noch angeeignet. Und da oben steht der liebe Jafar. Oh, wir kommen da gar nicht hoch. Das war nur Dekoration. So. Denn es gibt diese praktische Map im RPG Maker, der Allreise, die wahrscheinlich die Grundlage für die Monsterfibel stellt. Denn hier kann man sich alle Monster abholen. Ihr seht sie, ne? Alle schön aufgelistet. Wunderbar. Versuchen wir das mal mit dem Affen. Okay, man muss sie tatsächlich alle anklicken. Na dann versuchen wir mal unser Glück. Diese äußerst dramatischen Musik. Hier das Krokodil, die Smogonfliege, das Würmlein. Das unterirdische Erdreptil. Das Zwischenglied, Moriarty in der einen oder anderen Form. Der Wolfsherzog, der leider nie wieder eine Rolle gespielt hat, was echt schön gewesen wäre, wenn er hier auch nach der Apokalypse nochmal irgendwie eine Rolle gespielt hätte. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Auch eher eine Verfehlung, würde ich sagen, von entwicklungstechnischer Sicht. Tentakler, Schweine. So, ich glaube, wir haben so allmählich alle. Sehen wir uns mal in der Monsterfibel um. Monsterfibel. Tiere! Da sind sie! Menschen! Da sind sie! Andere! Da fehlt uns noch der große Tentakler. Kann das sein? Möglicherweise. Moment, das Phantom fehlt doch noch. Oder? Nee, da ist er ja. Nee, da ist irgendwas gebuggt. Da ist irgendwas gebuggt, da bleibt uns wahrscheinlich das Phantom. Entzogen. Da kommen wir nicht mehr. Oh, Moriartys. Nee. Von Schleicher ist auch verschwunden? Was ist da los? Ach, das ist natürlich so, weil wir nur ein Pfad theoretisch haben können. Das heißt, wir gucken gleich mal, was es da noch für Tricks gibt. Aber bis es soweit ist. Tiere. Käfer. Stärken, Element Erde, Schwächen, Kälte und Luft. Dritte. Ratte. Element Kälte und Gift. Schwächen, Feuer und Erde, Schläge und Hiebe. Wolf. Stärken, Kälte, Tritte, Schirme. Angsteinflößendes Wolfsgebrüll. Schwächen. Feuer, Schläge, Hiebe und Überraschung. Feuerwaffen. Bären. Stärken, Kälte, Säbelwaffen, Schirme, Bärenkräfte. Schwächen, Feuer, Schläge, Hiebe und Überraschungen. Schreckensechse. Stärken, Feuer, Hiebe und Schläge, Säbelwaffen, Schwächen, Kälte, brutalem Stampfen und Überraschungen, Feuerwaffen. Der Yeti. Mag keine gezielten Fausthiebe aufs Glaskinn. Ach, ist er schon operiert, der Arme? Sah noch ganz jung aus. Atlantisdrache. Das ist aber jetzt schon ein bisschen Hokuspokus, ne? Den Atlantisdrache zu nennen. Element Feuermarke, Schläge und immun gegen Zustandsverschlechterung. Schwäche gegenüber Kälte und Tritten. Warum? Shoryuken! Plattenkäfer. Mag Feuerschläge und Klingenwaffen, prallen leider von den Platten ab. Schwäche allerdings gegen Kälte, Erde, Tritte, Schusswaffen. Tritte kommen durch die Platten durch. Interessant. Ah, unsere Tarantula. Natürliche Resistenz gegen Gift. Schwäche, Sprungattacken, Luft. Velociraptor. Mag keine Überraschungen. Das Erbsenhirn spielt verrückt. Wer kennt es nicht? Hier geht's weiter. Alf ist ein Tier. Nee, Moment. Stimmt hier schon wieder irgendwas nicht? Doch. Alles richtig. Alf ist ein Tier. Mhm. Schlangenkrieger. Auch als Tier gebrandmarkt, ist ein bisschen diskriminierend.
Schläge und Klingenwaffen machen ihm nichts aus, weicht blitzschnell aus. Schwäche gegenüber Kälte und Tritte, der Albtraum jedes Kriechtiers. Allosaurus mag keine Tritte und Überraschungen. Im Grunde ist er zutraulich und will nur spielen. Hat uns nicht davon abgehalten, ihn in Grund und Boden zu töten. Muschel mag Feuer und Wasser, mag Schläge und Rammangriffe. Sprungattacken knacken die Schale. Das ist bei mir genauso. Leoploreudon mag alles ganz gern. Ups. Okay. Der Dune Worm. Komplette Immunität gegen Blind. Wer nicht hat, kann nicht verlieren. Die Smogonfliege. Sprungattacken findet er gut. Wasser nicht so sehr. Riesenechsenbein. Überraschungen mag es nicht und Schusswaffen. Das Zyklopenflatterchen. Element Feuer und Luft, die Zubatfliege. Und Element Wasser und Rammangriffe, jawohl. Tobender Chrisli. Element Kälte, Tritte, Feuerwaffen. Patronen versacken im dichten Pelz. Feuer und Donner, bla bla bla. Ah ja, da ist uns gerade der Gorilla abhanden gekommen. Alf. Mag Feuer und Donner, mag Schläge. Fell- und Fettpolster halten alles ab. Kann ich leider nicht bestätigen. Element Wasser, da hat er Angst. Angstgegner, Badewanne und Gartenschläuche, Rammattacken. Mhm. Okay, damit sind wir die Tiere durch. Den Gorilla lassen wir mal Gorilla sein. Ups. So, Menschen. Der Duellant, unser erster Gegner. Stärken. Landet hin und wieder ein Glückstreffer. Schwächen. Element Kälte und Erde trittern. Wir haben ihn am Leben gelassen, aber hat die Apokalypse ihn gekriegt, würde ich mich fragen. Ich hätte gern ein weiteres Duell gegen ihn gehabt, nachdem ich wieder auf die Erde gekommen bin. Ganove. Giftfiolen. Schirm und Handtaschen mag er gar nicht, genauso wenig Kälte und Wasser und Tritte, die konnte er noch nie ausstehen. Das Phantom. Kälte. Eiskalter Schurke. Ein Meistersänger. Schwächen gegenüber Feuer. Wie jeder Mensch. Der Wolfsmann. Körperkraft und Gebrüll, mag keine Schläge, Hiebe oder Überraschungen. Er mag auch keine Feuerwaffen. Und er mag ebenfalls keine Badewanne. Moriarty. Er mag Schusswaffen und hat einen kugelsicheren Frack. Kälte und Donner, Tritte, Überraschungen. Anfällig gegen viele Zustände, da er ohnehin selber immer welche kriegt. Ausnahme K.O. Okay. Ist also ein bisschen anfällig Zeit seines Lebens gewesen. Ein bisschen kränklich. Bandenchef. Element Feuer und Donner, Schläge, sehr dickes Fell. Klingenwaffen. Element Luft mag er gar nicht, zieht Höhlenversteckdasein vor. Sprungattacken und Schusswaffen gehen ihm ebenfalls zuwider. Der amerikanische Ureinwohner. Element Donner und Feuer, Schläge, konfus. Ein amerikanischer Ureinwohner weiß, was er will. Schwächen gegenüber Überraschungen und Feuerwaffen. Weißer Mann. Clanschurke. Element Donner und Feuer, Schläge, Element Wasser, schätzt eher Kuttenmuff. Rammattacken, konfus. Diversität. Präriestrolch, verdammt. Wettergehärtet. Er mag keine Blindheit, wer tut das schon? Sehen eh schon kaum etwas durchs Tuch. Sind eben echte Tuch nicht gute. El Cativo. Element Feuer und Donner, Schläge, Element Kälte und Wasser, Badewannenphobie. Warum sind alle Schurken dreckig und stinken? Weiter geht's. Nee, ich möchte bitte eins weiter. Das war's? Okay. Naja, wir kommen ja nicht an die... kommen ja leider nicht an die östlichen Gegner ran. Ja, die werden dann alle überschrieben. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir tun hier unser Bestes, um möglichst viele Gegner zu zeigen. Verzeihung. Stahlspinne. Stati sehen alle gut aus. Stahlspinne, Stärken, Element Erde, Element Kälte, bla bla, Schleim, sprüht Gift. Hat ihm nicht viel gebracht. Schwäche gegenüber keine ausgeprägten. Hätte der große Würger das gewusst. Fressfelsen, relative Waffenunempfindlichkeit. Schusswaffen durchschlagen den Klipper, ohne größeren Schaden anzurichten. Kopftentakler, belächelt Schusswaffen, leider zurecht. Natürliche Resistenz gegen Blindheit und K.O. Element Feuer und... naja, meine Schusswaffen haben am Ende aber ganz schön viel
Schaden angerichtet. Rammangriffe schütteln die Innereien durch. Komplette Zustandsresistenz. Wow. Das hätten die Tentakler sich patentieren sollen als Medizin. Hast Überraschung und Rempeleien. Und was heißt denn hier Zustandsresistenz? Wie wär's mit einer Wasserkanne? Tunnelbatzen. Schläge wackeln ihn schrecklich durch. Platschling. Klingenwaffen, Albtraumgegner, Heckenschere. Hummerhai. Überraschungen hat er nicht so gern. Der Tankkugler ist eigentlich ein ganz straighter Typ. Professor heißen. Element Kälte, Wasser, dritte Rammangriffe. Ist auch nichts Besonderes dabei. Der Riesenkalmar. Belächelt Schusswaffen, leider zurecht, wie sein Verwandter. Hoher Widerstand gegen Blindheit und Co. Das sehen wir schon an diesem Auge. Schwächen gegenüber Elemente Feuer und Donner. Hätte man nicht mit gerechnet mit dem Feuer. Schläge. Klassischer Fischmensch. Terminatrix. Hat Überraschungen und Rammattacken gar nicht gern. Ebenso wenig Klingenwaffen. Lassen Sie die bitte zu Hause. Besonders bei Dosenöffnern. Der Verigor oder Rogirev. Element Wasser, Überraschungen, dafür sorgt er selbst. Belächelt Tritte und K.O. oder Knothönig. Element Feuer und Donner, Schläge. Frankenstein. Element Feuer und Donner, Schockresistenz, typischer Wissenschaftler. Element Wasser, Überraschungen, verabscheut alles, das nicht ins Kalkül passt. Da geht es mir ganz ähnlich. Bin schrecklich unflexibel. Element Luft und Wasser, Sprung und Rammattacken und Überraschung. Immun gegen K.O. und Konfusion. Element Feuer und Donner, Schläge. Und letztendlich die Elite-Wache, Gardeschlinger. Element Wasser, Rammattacken, belächelt Schusswaffen, leider zurecht. Element Feuer und Donner, Schläge, Überraschungen. Siege 138. Das sind sie alle. Können natürlich nochmal probieren, aber ich glaube, ich hatte es vorher schon abgespeichert, nachdem die Fibel schon voll war. Jetzt hätte ich sie jetzt nochmal dazugeholt, die Kollegen. Aber das ist dann eine Geschichte für einen anderen Tag. Das soll dem Komplettismus gereichen. Das war eine fast komplette Monsterfibel. Und ja, das hat sich so mittel gelohnt. Also es waren jetzt nicht so viele lustige Facts und kuriose kleine Sprüchlein dabei. Ist ja auch eher was Strategisches und dafür habe ich persönlich es selten gebraucht. Aber ich weiß, dass andere das anders machen. Und ich habe ja auch gecheatet. Ich habe ja auch gefucking cheatet. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Also ich sollte mal ganz schnell meinen Schandmund halten. Gut, ich denke, wir widmen uns der allerletzten Herausforderung, dem ultimativen Kampf. Denn ich möchte noch einmal alles rausholen aus diesem Kampfsystem, aus dieser Party. Deswegen gehe ich jetzt nochmal, wie ich gerade sagte, an die Cheat-Fackel und hole mir nochmal ein paar Experience Points. So, das soll mir reichen. Wir trinken nochmal richtig einen weg. Nein. Komm, noch einer. Super. Wir haben natürlich auch wieder die alten Gesichter. Ihr habt es bemerkt. Wunderbar. Sonst noch irgendwas? Das Wuselkraut. Werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Die Tabakpfeife. Professor Heißen schmaugt genüsslich an seiner Pfeife nach einer langen, langen Allreise und fühlt, wie ihn neue Energie durchströmt. Die HP steigen um 63, die MP steigen um 94. Nicht, dass es gebraucht hätte. Wir haben sogar noch eine, aber das dann für einen anderen Tag. Die Fotografie, die Froschpillen, die wir jetzt nicht länger benötigen, die alte Lampe. Die Fotografie, wunderbar, schöne Zeiten, Schlafzimmerposter. Jetzt verschwinden wir nochmal im Dino-Anus. Alles klar, wir sind bereit. Ich will sehen, was wir können. Ihr seht, ich habe keine Kosten und Mühen gespart, um wirklich nochmal The Worst of the Worst zusammenzubringen. Kann der Cheater so viele Gegner schlagen? Denn da sind ja auch die ganzen Bosse dabei, wenn ihr das links seht. Wir geben unser Bestes. Der Schwinger. Das Stampfen.
die Gruppenheilung. Ich glaube, ich werde im ersten Zug tot sein, aber ich versuche es dennoch. Winter. Au. Ja, das geht richtig rein. Glück gehabt. Jawohl, vielleicht schon mal der eine oder andere weg. Das würde was bringen. Naja, so schnell geht's nicht. Der Schock bringt natürlich einiges. Lässt die Bosse allerdings grässlich kalt. Oha. Naja, es geht. Wir können das schaffen. Bisschen Spam. Oh. Ah, da bricht der erste zusammen, unser fernöstlicher Freund. Nahöstlicher Freund. Ja, der Schock tut sein Übriges. Geblendet. Das soll uns jetzt auch nicht so sehr stören. Eieiei, Bärarm. Haut ordentlich rein und der Schlafnebel. Böse. Dr. Kneipps Tinktur. Wenn nicht jetzt, wann dann? Sehr gut, schlitztückig, das überstehen wir. Jetzt dürfte gerne der nächste einknicken, aber das sind jetzt nur noch große Kaliber. Der Drache ist nicht mehr, er kann zurück nach Atlantis schwimmen. Das auch nie wieder eine Rolle gespielt hat. Hätte man gut in die Tentakler-Angelegenheit einarbeiten können. Denn was ist eigentlich mit diesen Ruinen gewesen? Badekurm. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen fies. Nur nicht verzagen. Eleanor fragen. Und mehr Gegner gingen übrigens nicht ins Standardkampfsystem, sonst hätte ich noch mehr reingenommen. Ich wollte hier wirklich nochmal the worst of the worst heraufbeschwören. Und die überstehe ich natürlich auch nur dank Cheat-Update. Aber ich denke, man könnte sie mit ein bisschen Geschick auch mit Max-Level, also mit regulärem Max-Level an Experience-Points, die das Spiel einem zur Verfügung stellt, besiegen. Ich hatte jetzt vielleicht 2-3 Level mehr, als das Spiel einem regulär gegeben hätte. Indiz dafür ist unter anderem, dass Winter, die letzte Technik, die ein Charakter im Spiel lernt, das ist Heißenstechnik, eben 1-2 Level vor meinem Level lag. Aua! Der Furz des Grauens! Das Ding hier ist noch nicht gegessen. Die machen mir noch ordentlich Blitz unterm Hintern. Halten länger durch, als ich das antizipiert hätte. Dann bitte einmal Ohnmacht beenden 3. Fäuste schwingen. Gerade hier unser Kultpriester dürfte jetzt langsam mal einknicken, dass der aushält mit seinem schmächtigen Körper. Offensichtlich eine sehr, sehr gute Ernährung, der Mann. Jetzt aber ist Bärarm nicht mehr. Da konnte die Ernährung noch so gut sein. Irgendwann muss man sich geschlagen geben. Das weiß ich jetzt auch mit meiner zurückliegenden Krankheit. Alter Schwede! Vergeht! Ach, ich sehe gerade erst, das sind ja 4 da hinten, nicht nur 2. Da hatte ich ja glatt von Schleicher übersehen. Und den Doktor ein bisschen unterschlagen. Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass die noch so gut durchhalten. Okay, Gruppenheilung bitte. Markwitz ist verwirrt. Ich handle fahrlässig. Es wird nicht besser. Schock hilft mir allerdings in meiner Inkompetenz. Okay, Schluss jetzt. Schwinger. Balsamöl. Gruppenheilung. Ja, ich muss mal langsam auch wiederbeleben, ne? Sag mal, was der furzen kann. Okay, Lads. Gut. Damit ist es entschieden. Wir haben verloren. Das ist in Ordnung. Ich finde, das ist die gerechte Strafe für einen Spieldurchlauf des Cheatens. Des immerwährenden Schummelns
und Herausforderungen umgehens. Es ist vorbei, schätze ich mal. Das war's. Ich bin eine Frau und auch nicht mehr innerhalb dieses Spiels. Es war eine feine Reise. Hoho! Kann gar nicht mehr. Kann noch nicht richtig lachen mit meinem Hals. Müsst ihr verzeihen. Könnt ihr verzeihen, wenn ihr denn möchtet. Ich habe doch auch noch irgendwo Ken abgestellt. Habe ich das glatt? Ist mir das glatt untergegangen? Ken auch noch irgendwo zu platzieren. Ne, ich meine doch wohl, den habe ich noch irgendwo abgestellt. Moment, habe ich den nicht neben mein Bücherregal gestellt? Ken? Ken? Ah, da ist er versteckt. Der Bücherworte saug ich ein wie das Kind von Frankenstein. Wunderbar, jetzt haben wir sie auch alle. So. Wo ist der beste Platz, um das abzumoderieren? Natürlich auf dem Dach unserer güldenen Staubstube. So. Es ist vorbei. Das war's. Das war die Allreise in der Staubstube. Das ist jetzt der letzte Let's Play Part. Es kommt noch ein Review und das sollte ja auch eigentlich sicher dieses Jahr kommen. Ich weiß allerdings jetzt dadurch, dass sich alles so verschoben hat, nicht mehr, ob ich das noch halten kann. Also die Krankheit hat mich einfach für die Hälfte des Dezembers ausgeschaltet und für die Hälfte des Novembers ehrlich gesagt auch. Insofern, das zu schreiben ist eine Sache, das noch fett einzusprechen und zu schneiden und so. Und das ist alles mit der Zeit, ne? Der Weihnachtscontent, bla bla bla. Das ist alles sehr gestaucht aktuell und nicht, wie es hätte sein sollen. Egal, dann kommt's halt nächstes Jahr. Review ist ganz gut, hat Schwächen, bla. So, das ist der Spoiler-Teil des Reviews. So, das Spiel ist gut, aber es hat Schwächen. Na, aber es kommt. Ich bedanke mich ein letztes Mal, dass einige vielleicht doch dran geblieben sind. So, es gab gerade in der Allreise, das war das erste Let's Play und es ist das längste Let's Play in der Staubstube. Und daher ganz hervorragend dafür geeignet gewesen, um alle Schwächen von mir und der Staubstube abzubilden. Das heißt, immer wieder Schnittfehler, immer wieder Musikfehler, immer wieder hat es den Ton nicht aufgenommen, immer wieder hat es die Stimme mal nicht richtig aufgenommen, wurde Video-Footage, Game-Footage falsch aufgenommen. Und das bis zum Schluss, ne? Also einer der letzten Parts, wieder Schnittfehler. So, ich habe dafür keine Entschuldigung. Also das ist echt einfach nur peinlich. Und da gelobe ich ganz stark Besserung. Und ich hoffe da, na, das habe ich ja auch schon im Channel-Update, werde ich es gesagt haben. Durch den zweiten Bildschirm wird es hoffentlich besser, weil ich jetzt kontrollieren kann, läuft es noch, nimmt es noch Ton auf, nimmt es noch meine Stimme auf. Und dadurch sollte es in Zukunft bei Fire, Crimson, Eclipse, bei Course Code und all diesen Werken besser werden. Ihr merkt, ich schwimme gerade schon wieder so ein bisschen. Bin ja noch angeschlagen. Da kann ich mich einfach nur bei allen bedanken. Also mein einziger Trost, was diese ganzen Fehler, die immer wieder passiert sind, angeht, ist, dass einfach nicht viele zugeguckt haben, dass das eher so mein Hobby-Ding war. Und dass diejenigen, die dran geblieben sind, dann vielleicht trotz dessen dran geblieben sind. Ne? Und da einfach nochmal ein herzliches Dankeschön. Es hat mir trotz allem immer mal wieder Spaß gemacht, die Allreise zu spielen. Gar keine Frage. Es hat sich einfach nur, wie leider fast alles in der Staubstube, unfassbar gezogen, weil ich einfach auf viel zu vielen Hochzeiten tanze und es deswegen eigentlich ab dem Wildwest-Part nicht mehr sehen konnte. Aber wie gesagt, es waren immer wieder tolle Parts dabei. Gerade das Finale hat mir nochmal sehr viel Spaß gemacht mit Pizza Juice. Ich bedanke mich bei Realtroll, auch wenn er mich nicht mehr so gern mag, dass er dieses Spiel gemacht hat und dass er auch heute noch Leute wie The Plaguebox, der das Spiel aktuell auch ganz vorzüglich spielt, unterstützt. Ich bedanke mich bei allen, die hier irgendwie mal motiviert, kommentiert haben, kritisiert haben, zu Recht. Sei das nun in den Kommentaren, sei das nun im Staubstuben-Discord oder wo auch immer, im Forum vielleicht noch. Das war die Allreise. Falls euch noch was dazu einfällt, was ihr über das Spiel denkt, was euch noch in der Staubstube fehlt, vielleicht kämen wir ja irgendwann mal wieder dahin zurück. Lasst es mich gerne wissen. Genau. Review, wie gesagt, wird kommen. Ich jetzt mal so. Die 20 Minuten wird sicherlich lang sein, aber wir möchten ja nochmal ausführlich darüber reden,
Was sind so die einzelnen Aspekte der Allreise, die man betonen und hervorheben muss, negativ oder positiv? Also die Venus hat jetzt auch am Ende überhaupt keine Rolle mehr gespielt, hat man nicht wieder gesehen. Die Bewohner, was mit denen ist, ob die jetzt wieder im Clinch sind. Egal, wir erwähnen das alles nochmal im Review. Genau, ich glaube, ich bin fertig. Es hat mich gefreut. Das war die Allreise. In Joraikos Staubstube. Garantiert geistlos wird es sein und wird es bleiben. Bis dahin. Ciao.